Oh, hey, ihr! Guck mal, was ich da hinten gefunden habe. Ein paar Schuhe. Die wollte jemand wegschmeißen. Dabei sind die doch noch ganz schön schick. Aber der eine, der ist ein bisschen kaputt. Und deswegen gehe ich jetzt zu einem Schuhmacher und lasse ihn reparieren. Und der Schuhmacher ist hier. Da gehe ich jetzt mal rein. Hallo. Hallo. Hallo, ich bin der Knolle. Bist du ein Schuhmacher? Ja, ich bin der Daniel und bin ein Schuhmacher. Oh, das trifft dich sehr gut. Ich habe hier nämlich zwei Schuhe gefunden und einer ist ein bisschen kaputt. Da ist nämlich eine Schnalle locker. Ja, dann zeig mal her. Nee, die gebe ich nicht her. Die habe ich doch gerade erst gefunden. Ja, dann kann ich sie nicht reparieren. Du darfst die erst reparieren, wenn ich mitkommen und zugucken darf. Okay, weil du es bist, kannst du mitkommen. Ach, boah. Ach, da ist ja noch einer. Wer bist denn du? Hallo, ich bin der Ralf. Hallo, ich bin der Knolle. Und hier repariert ihr die Schuhe? Ja, hier reparieren wir Schuhe und machen Schuhe. Ja klar, ihr seid ja Schuhmacher. Und Schuhmacher, die machen Schuhe. Ja, klar. Und was macht ihr an der Maschine da? Da schleifen wir zum Beispiel die Absätze. Oh, kann ich das mal sehen? Ja, klar. Das zeigt dir dann der Daniel. Oh, Daniel, komm, zeig mal. Boah, und was machst du hier? Ich habe jetzt die alten Absätze abgerissen und muss jetzt das neue Material und die Schuhe aufrauen. Hm. Da bin ich aber mal gespannt. Könnte jetzt etwas laut werden. Oh, da muss ich mir die Ohren zuhalten. Und da muss ich erst mal die Schuhe ablegen. So. Kann losgehen. Die Maschine ist ganz schön praktisch. Daniel muss den Schuh nur dran halten, um die Unterseite aufzurauen. Das macht er, damit der neue Absatz, der da drauf kommt, besser dran haftet. Und den neuen Absatz raut er auch auf einer Seite auf. Und jetzt streicht Daniel Klebstoff auf den aufgerauten Schuh. Und auf den aufgerauten Absatz auch. Und dann klebt er ihn auf den Schuh. Damit der aber wirklich gut hält, benutzt Daniel wieder eine Maschine. Darf ich den Knopf drücken? Ja, klar. Die Maschine presst den Absatz und den Schuh ganz fest zusammen. Jetzt schneidet er den Absatz da ab, wo er übersteht. Da muss man aber ganz schön aufpassen. Ja. Dass man da sich nicht schneidet. Das Messer ist sehr scharf. Und den Rest schleift Daniel ab, damit alles schön glatt ist. Da streicht er nämlich noch Farbe drauf, dann sieht der Absatz aus wie neu. Fertig? Ja. Boah, das haben wir aber ganz schön gut gemacht. Macht's dir eigentlich Spaß, Schuhmacher zu sein? Ja, auf jeden Fall, weil man immer ganz viele verschiedene Abläufe hat. Ja, das habe ich gesehen. Kannst du mir jetzt mal zeigen, wie man einen neuen Schuh macht? Das geht leider nicht so schnell. Wie lange dauert das denn? Über 30 Stunden. So lange? Och nee, so viel Zeit habe ich jetzt nicht. Aber weißt du was? Jetzt müssen wir mal meinen Schuh reparieren. Ja, dann mal los. Ja. Kannst du mal die Schnalle festnähen? Okay, dann machen wir den jetzt mal heil. Ja. Mal da so dran. So, jetzt wird er genäht. Der Ralf hat eine Maschine, mit der man nähen kann. Das ist aber ganz schön frickelig. Oh, kein Problem. So, Knolle, der Schuh ist jetzt fertig. Ach, super, danke schön. Jetzt kannst du ihn anziehen. Anziehen? Ich zieh doch keine Schuhe an. Ich bin ein Hund und die tragen keine Schuhe. Aber ich habe eine andere Idee.
Ich trage die Schuhe um den Hals. Vielen Dank. Bis bald. Tschüss.